まだ見ぬ世界、まだ見ぬ仲間、新たな旅が始まる。Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, zusammen mit dem... Hallo. Mit dem Hallo. Shizumania. Mit dem guten Shizumania. Wir werden uns heute mal um den neuen Pokémon-Film kümmern, der im Juni oder Juli 2017 rauskommen wird. Genau, Juli, ja. 15. Juli war das, glaube ich. Genau, der wurde nämlich eben angeteasert mit einem kleinen Trailer, den ihr schon vorab gesehen habt, und wir haben da schon einiges zu sagen. Wir haben uns ein paar Sachen rausgeschrieben, denn es gibt einige Sachen, die uns da aufgefallen sind. Möchtest du vielleicht mit dem ersten auch? Ich fange an, ja, auf jeden Fall. Also man sieht schon mal, also man hat erstmal hier diesen Poster, das ist halt quasi das Promo-Poster für den Film, und man sieht da schon mal ganz fett Ho-Oh und Ash und Pikachu. Und diese Kombination kennen wir schon, also falls ihr längere Fans seid oder den Anime gesehen habt, kennen wir das schon aus der ersten Folge tatsächlich. Da sieht man ja, wie am Ende Ash und Pikachu Ho-Oh sehen. Und das kann quasi eine Anspielung darauf sein. Man spekuliert, man munkelt. Man munkelt auf jeden Fall. Was ich noch dazu sagen kann, ist, dass diese Szene ja entstanden ist, nachdem Ash und Pikachu von Habitax verfolgt worden sind. Und man sieht auch, dass Ash und Pikachu ein bisschen angeschlagen aussehen, meiner Meinung nach. Spoiler. Spoiler. Spoiler von dem Anime von 1997. Ja, nee, auf jeden Fall sehen wir auf jeden Fall Ash und Pikachu da, wie sie gerade auf den, wir schätzen, dass es der Silberberg ist. Genau, der, ja, weil das macht Kanto und Yotaro verbindet. Genau, weil das ist ja auch sehr nah an Alabastia und er ist auch relativ hoch und der einzige hohe Berg wirklich in diesem Bereich ist ja der Silberberg eigentlich. Deswegen macht das schon Sinn so. Und es würde halt auch Sinn machen, dass, naja, Ho-Oh gerade Richtung Yoto rüberfliegt, genau. Meiner Meinung nach. Auf jeden Fall sehen wir noch die Regenbogenschwinge, die da gerade runterfällt, und ja, diese Szene kennen wir halt aus der ersten Folge und wir kennen halt sehr viele Szenen aus dem Trailer noch aus der ersten Folge, denn wir sehen ja auch Alabastia erstens, dann sehen wir noch Ash, wie er gerade seine Cap aufgesetzt hat, und auf der Cap, da fällt uns auch was auf. Willst du dazu mal auch kurz noch etwas sagen, was wir auf der Cap so gesehen haben? Und zwar, die Cap hat ja eigentlich immer so ein Muster, und das Problem ist, dass die Cap quasi jetzt anders ist, aber anders im Sinne von, dass wir beide Muster kennen. Quasi, wir kennen jetzt die Farbgebung und das Muster an sich. Also die Farbgebung ist ja klar, das war ja seine erste Cap, die er jemals hatte, aus dem allerersten Anime. Und dieses Muster ist jetzt von dem Muster von Alola jetzt quasi aus dem neuesten Anime. Das heißt quasi, dass sie jetzt die beiden Caps quasi zusammenbringen, als eine Art Easter Egg vielleicht, was auch immer das jetzt sein soll. Mhm. Und ja. Vielleicht soll es halt einfach nur mal sagen, so von, naja, vom Anfang des Animes bis heute halt nur mal irgendwie was zeigen. Denn, naja, der Anime existiert jetzt auch schon 20 Jahre. Das heißt, 20-jähriges Geburtstagsgeschenkchen für den Anime ist halt der Film so gesehen, so wie ich das jetzt spekuliere. Denn der Film basiert dann wohl auf Kanto, weil, naja, er trägt da die Kanto-Klamotten. Er sieht noch sehr, sehr jung aus. Er sieht zwar immer noch sehr, nicht viel älter aus, aber er sieht auf jeden Fall noch so aus wie in den ersten Staffeln. Sehr anders aus als, genau, als heutzutage. Mhm. Vor allem gefällt mir auch irgendwie der Stil, wie sie ihn dargestellt haben. Sie sieht irgendwie recht anders aus als... Unerfahren, unsicher und sowas. Ja. Ganz anders als heute quasi, ja. So ganz anders auch als irgend... Also vom Stil her sieht es auch anders aus als die erste Staffel. Ich weiß nicht, der wirkt noch ein bisschen breiter auch irgendwie und ein bisschen... Genau. Also es sieht irgendwie ein bisschen anders aus auf jeden Fall. Aber was wir jetzt halt vermuten ist, es ist hier ein Kanto-Reboot, also ein Resümee für ganz Kanto wahrscheinlich werden wird. Genau, quasi der ganze Anime halt, die ganze erste Staffel. Ich habe vielleicht ein Beispiel für die, die es vielleicht kennen, der Clannad-Anime, also Clannad. Da gab es ja auch halt eine Serie zu und dann quasi noch einen Film, wo der ganze Anime als Film gezeigt wurde. Da kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht jetzt auch hier so ist, dass die ganze erste Staffel mit Misty und Rocco und so quasi als ein Film zusammengefasst wird in kürzerer Form, halt als eine Art Andenken oder halt Geburtstag halt. So in die Richtung halt. Ja, sowas gab es bei Death Note auch, da haben sie die erste Staffel in einem
Art richtigen Film halt dargestellt, halt, ja, mit so Real-Life-Stuff und ich dachte mir auch so, okay, er war aber voll kacke, kann ich nicht weiterempfehlen, den Film. Aber so halt, dass man halt die ganze erste Staffel halt nochmal in einem Film zusammenfasst, was halt sehr gut passen würde, denn was haben wir die letzten paar Monate immer auf dem Pokémon-Channel gesehen? Wir haben Pokémon Origins gesehen, wir haben Pokémon Generations halt. Das sind genau zwei Dinge, die halt nochmal, einmal natürlich die Story von Rot, also von dem Manga-Charakter, aber auch einmal die Story mit ein bisschen von Ash halt noch. Und, nee, warte mal, das war beides, glaube ich, Rot. Aber es spiegelt halt alles nochmal die ganze Story halt wieder. Ja, genau, genau. Und halt quasi, dass sie schon zeigen, dass sie halt, was damals war, schon zeigen wollen, kann ja auch so eine Art, die hat dann so eine Anspielung sein quasi auf den Film jetzt, dass die halt nochmal halt so ein Reboot machen, weil ich meine, am Ende war ja auch Generations einfach so ein Reboot von allem nochmal. Und das wäre jetzt abschließend nochmal zu allem noch so ein Höhepunkt, weil so ein Film ist ja schon mal was anderes, wie so ein paar Folgen auf YouTube, die ja hochladen. Genau. Ich denke mal, dass der Film quasi so ein abschließender Höhepunkt dann sein soll von diesem ganzen Geburtstagstralala, was sie da veranstaltet haben. Was ich auch sagen muss, ist, dass man das vielleicht so ein bisschen mit dem Pokémon-Special für die 20 Jahre Pokémon vergleichen kann. Das kam ja auch Rot, Blau und Gelb als Spezialedition halt auf den 3DS raus. So kann man das, glaube ich, auch hiermit vergleichen. Man nimmt nur das Älteste und rebootet das so ein bisschen. Jetzt hier nicht in einer ganzen neuen Staffel, sondern in einem ganzen Film. Und ich finde das echt richtig genial, weil ich muss sagen, die ersten Filme gefielen mir auch mit am besten von Pokémon. Ich weiß nicht, die Filme ab Film 6 oder 7 war es, glaube ich, die habe ich auch, glaube ich, alle nicht mehr richtig verfolgt. Also, da habe ich zwischendrin mal reingesappt, aber sonst, ich weiß nicht, also mir haben echt die ersten Filme so richtig angetan, aber der Rest war so, ich weiß nicht, also ich bin auch einer, der den Anime halt auch nicht so richtig krass verfolgt. Machst du unbeliebt gerade, Justin. Ich weiß, dass ich mich sehr unbeliebt mache. Was ist halt meine Meinung dazu? Ich sehe die Hate-Kommentare kommen. Nein, ich habe halt echt nur die ersten Staffeln, also bis Diamant Perl geschaut. Schwarz habe ich ein bisschen rübergesappt immer. Und XY habe ich halt gar nicht geschaut. Genau so, ja. XY war gut. XY war echt super. Das haben mir auch viele gesagt. Ich habe auch überlegt, das noch nachzuholen. Aber nach Schwarz habe ich halt auch echt so gedacht, so ist, so wie früher kann es nicht werden. Diamant, Perl und Advance waren halt echt so die geilsten Staffeln, meiner Meinung nach. Das stimmt auch. Also ich fand echt, ja, auch Advanced war richtig geil. Vor allem die Battlefront-Staffel und sowas. Und das hat auch die besten Filme, Manafi und Deoxys. Und ja, es war halt geil. Genau. Also, und was ich noch sagen wollte, und zwar, wir haben ja jetzt quasi auch Pokémon Sonne und Mond. Und ja, was auch noch zum Hut. Es gibt ja halt dieses, ja, Spoiler für die, es gibt halt ein Pikachu, für die es nicht kennen. Es hat halt so einen Hut und der Hut ist halt von Ash quasi. Und das Pikachu gibt's noch nicht im Spiel. Das ist quasi ein Event-Pikachu. Und es kann ja sein, dass dann quasi mit dem Film, weil es eigentlich fast immer so war, dass die mit Filmen auch Pokémon verteilen, dass die mit dem Film auch dieses Ash-Pikachu verteilen wollen, weil das Hut quasi. The fuck, das war ein Wecker gerade. Ich war echt so, Professionalität. Kommt das von mir? Nein, das war auf jeden Fall. So, dass die halt quasi mit diesem Film und schon mit diesem Hut, also da ist ja dieser Hut da von Ash gerade auch, der halt so anders ist gerade, dass die halt darauf anspielen, dass die auch dieses Ash-Pikachu da verteilen wollen dann. Und das wäre auch mal eine coole Art und Weise, das zu machen. So würde auf jeden Fall relativ nice sein, nur das Ding ist halt einfach, dass dieses Pikachu halt mehrere Caps hat halt. Also es gibt ja für jede Staffel, für jede neue Cap gibt es ein neues Pikachu halt. Und man kann sich da vielleicht schon vorstellen, dass sie vielleicht mehrere Filme rausbringen werden, zu jeder Staffel vielleicht. Wer weiß. Das wäre echt nice. Das sind auf jeden Fall ziemlich geil. Es wäre halt dann irgendwie doch schon wieder so ein bisschen wie Pokémon Origins oder halt Generations, genau, aber das wäre echt geil. Aber viel geiler. Kann auch sein, dass die vielleicht den Film so kurz packen, dass die halt alle Staffeln irgendwie in einen Film rein. Ah, nee, das wäre aber zu weit hergeholt irgendwie. Nein, das kann ich mir da nicht vorstellen. Da wäre auf jeden Story Fall mehr auf dem Poster drauf als nur das Ho-Oh halt. Ja, genau. Aber ihr könnt ja gerne mal eure Meinung und eure Intention dazu in die Kommentare schreiben. Habt ihr irgendwelche Überlegungen vielleicht, ob es vielleicht doch mehrere Teile des Films geben wird oder ob es vielleicht doch alles in einem Film zusammengefasst ist und die vielleicht uns nur den ersten Teil des Films jetzt zeigen wollten mit dem Poster von der ersten Staffel, von der ersten Folge halt. Denn bis jetzt haben wir nur Szenen aus der ersten Folge gesehen. Und sonst halt noch nichts. Genau, stimmt, ja, aus der ersten Folge nur, ja. Deswegen denkt man auch, dass es eher so ein Kanto-Film sein soll. Aber kann auch sein, dass es quasi den ganzen Anime als Film darstellen soll. Man weiß es nicht. Leute, ihr könnt die Kommentare
dafür benutzen, eure Spekulationen reinzuschreiben. Mhm. Also, aber ich, so vom Äußerlichen, was ich jetzt vom Trailer gesehen habe, vom Style her, wie das so aussieht, und auch wenn ich das Poster so sehe, denke ich halt echt, das könnte echt ein guter Film werden. Allein wenn ich das Poster schon sehe, das sagt mir einfach irgendwie direkt zu. Allein die Farbgebung und Ho-Oh, und das ist einfach, das sieht einfach nice. Richtig nice aus. Sehr nostalgisch, also für mich. Vor allem, wie Ash aussieht wie Pikachu, das sieht halt fresh, HD-mäßig aus, so vom Style her, aber so nostalgisch einfach, weil die Klamotten einfach von früher noch und... Ja. Das sieht halt einfach richtig nice aus. Also, mir sagt das auf jeden Fall zu und ich würde mich sehr freuen, wenn wir einen HD-Remaster so gesehen von ganz Kanto haben in einem Film. Das wäre halt echt richtig episch. Also ich finde das auf jeden Fall richtig geil. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte dazu? Was? Eigentlich haben wir, glaube ich, alles gesagt zum Film. Also zum Trailer und zum Poster an sich so. Auf jeden Fall, ich bin sehr gehypt darüber. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Also ich, weil ich meine, nach den ganzen Filmen so, ich meine, wir haben ja so viele bekommen, so Magiana und sowas ist ja alles schön und gut, aber ist halt alles auch irgendwo langweilig nach der Zeit, immer nur Legis zu sehen. Das ist jetzt mal eine Variation quasi. Ja gut, wir sehen jetzt gerade hier Ho-Oh, aber... Ja, okay, ich meine jetzt, ja, der war, der, ich denke mal, dass du der meinst. Du meinst die halt diese ganzen Stories, dass die halt nur auf Legis gelegt sind, das halt immer nur, das war halt bei den ganzen Filmen halt immer so, es ging halt um Manaphy oder Mewtwo oder Lugia, Ho-Oh, es ging mal um Latias und Latios und jetzt könnte es vielleicht mal eher um die Story um allgemein gehen, von genau, Ash gehen. So, genau, was das mich halt interessiert, es gab ja bisher in jedem Film diese eine Frau, die ihrem Kind eine Geschichte erzählt hat. Das kenne ich sogar, das kenne ich sogar, diese Easter Egg, genau, die kenne ich sogar. Da wollte ich vielleicht auch mal ein Video zu machen, weiß nicht, vielleicht können wir zusammen ein Video drüber machen, wenn ihr da Lust drauf habt, dann schreibt es auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, weil da hätte ich auch mal Bock drauf, weil das ist echt richtig nice. Da interessant, gibt's, nämlich eine Frau, ich will es nicht zu viel vorwegnehmen, aber da gibt es eine Frau in jedem Film von Pokémon, also ich glaube in fast taucht jedem Film, die taucht da immer auf und erzählt einem kleinen Kind halt immer eine Geschichte und man glaubt halt, dass die halt die Story des Films erzählt und das würde mich halt interessieren, ob die jetzt auch mit da drin vorkommt. Das wäre echt cool, das wäre eine coole Idee. Das wäre auf jeden Fall richtig nice. Ich finde, das ist so ein Easter Egg, was einfach richtig genial ist, wo man sehr viel rein investieren kann. Über all die Jahre vor allem, ich meine, 20 Jahre, das so durchzuziehen, ist schon nice. Das ist auf jeden Fall echt ein Feature, was die da eingebaut haben, was halt auch wieder sehr viele Fans und Theorien aufschwingen lässt. Also ich finde es auf jeden Fall richtig nice und wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr gerne dazu auch ein Video haben wollt. Ich glaube, dann setzen wir uns da auch mal vielleicht zusammen ran. Ist auf jeden Fall ein geiles Thema. Jo, ja. Sonst würde ich sagen, wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare eure Meinung dazu. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schaut beim Emre vorbei, der macht auch nicere Videos auf seinem Channel, vor allem zu Sonne und Mond, falls ihr da Interessen habt, wie ihr irgendwelche Legis oder so bekommen könnt. Seid alle willkommen, Leute, kommt vorbei. Kommt vorbei, Emre hat genug Liebe für euch alle. Views. Die Klicks, ach, die nein. Klicks, ja. Immer dieser Clickbaiter die hier. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns bei einem weiteren Video. Bis dann und ciao. Haut rein, euer Solo. Macht's gut, ciao. Mit dem Emre.